Neulich war ich auf der ProWein, der weltweit größten Messe für Wein und Spirituosen in Düsseldorf. Und da war ich auch bei einem sehr, sehr coolen Tasting dabei. Das hieß nämlich Pfälzer Rotweine im Einstiegsbereich. Ich fand das ein mega geiles Konzept. Ich persönlich mag Rotwein sehr. Aber wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben will, finde ich es bei Rotwein schon deutlich schwieriger als bei Weißwein, was wirklich Cooles zu bekommen für ein kleines Geld. Deswegen hat mich dieses Tasting absolut inspiriert, weil da echt geile Weine dabei waren. Und ich selber habe ja auch einen Online-Shop, das weißt du ja, wo ich mich komplett fokussiere auf Weine, die absolut geile Preis-Leistung haben. Schwerpunktmäßig so im Bereich 8 bis 20 Euro. Unter 8 Euro schaue ich mich dann bei Rotwein eigentlich auch gar nicht erst um, weil ich persönlich da noch nie was getrunken habe, was wirklich meiner Meinung nach das Trinken wirklich wert war. Und deshalb habe ich mich heute inspirieren lassen, mein eigenes Tasting aufgezogen mit 9 Weinen zwischen 8 bis 12,50 Euro, also im absoluten Einstiegsbereich, die ich jetzt gleich blind verkosten werde, um zu schauen, welcher wirklich sein Geld wert ist, und ich freue mich richtig drauf. Ich habe hier jetzt ähnlich wie bei dem Tasting auf der ProWein 9 Rotweine zusammengesucht. Allerdings nicht nur Pfalz, sondern es ist ein bisschen Pfalz dabei, es ist Rheinhessen dabei und es ist auch Württemberg dabei. Genauso habe ich verschiedene alte Weine, angefangen von 2016 bis 2021. Das hat jetzt da nicht so wirklich eine ganz klare Linie. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur Spätburgunder, es sind auch nicht nur Cuvées, es ist auch nicht nur ein Jahrgang, wie man sonst vielleicht irgendwie Tastings aufzieht, sondern es ist jetzt wirklich der absolute Fokus auf, was kann ich wirklich bekommen in diesem Einstiegsbereich von 8 bis 12,50 Euro. Das möchte ich mir anschauen. Völlig egal, ob man was Geiles, Gereiftes dafür kriegt. Wenn man das kriegt, Bombe, Hammer. Oder ob es was ganz Junges ist. 9 Weine sind natürlich ein ganzer Haufen. Deswegen werde ich mir währenddessen auch hier ein paar kleine Notizen machen, um so ein bisschen einen Überblick zu behalten und am Ende das auflösen zu können, was jetzt da wirklich hier ein Topwein war und welcher vielleicht nicht wirklich sein Geld wert ist. Erster sehr, sehr schöner dunkler Wein. Ich habe irgendwie dunkle Beeren, ich habe ein bisschen Kräuter, ein bisschen Lakritze vielleicht sogar, ein bisschen Pflaume. Es ist sehr schön saftig. Sehr, sehr füllend, kommt mir auch relativ reif vor. Schön schokoladig. Ja, ich glaube, das ist nichts ganz Junges. Der kommt mir schon so vor, als könnte er schon ein bisschen Reife gesehen haben. Oh. Also die Nase finde ich schon mal absolut geil beim zweiten. Boah, leck mich. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es das ein Spätburgunder ist. Wenn kein reiner Spätburgunder, dann sehr starker Fokus im Blend auf den Spätburgunder. Könnte aber auch ein reiner Spätburgunder sein. Ein Traum. Oh, leck. Die Nase ist geil. 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 Also, egal was es ist, die Nase in dem Preisbereich ist eine Bombe. Sehr geile Frucht, bisschen Schokolade, richtig straffes Tannin. Das ist eine Bank. Das ist schon echt eine Bank. Nummer 3 ist definitiv kein Spätburgunder, deutlich dunkler. Hat so richtig was von Preiselbeeren oder Blaubeeren. Nummer 4 ist bis jetzt der verschlossenste irgendwie. War nicht schlecht, aber gibt mir insgesamt ein bisschen zu wenig. Zu verschlossen ist bisher mein schwächstes Rating. Ich weiß ja nicht, wo du genau in deiner Weinreise bisher so stehst, aber ich persönlich finde, dass einen wirklich guten Rotwein unter 10 Euro zu finden, ist schon eine echte kleine Sensation. Und einen großartigen Rotwein unter 10 Euro zu finden, ist fast unmöglich. Nummer 6 hat für mich auch eine ziemlich sexy Nase, auch wenn es ein bisschen grün irgendwie daherkommt. So rote Früchte, Kaffee, aber auch so ein bisschen Touch von Gewächshaus. Oh, also Nummer 7 ist definitiv wieder einer meiner geliebten Spätburgunder, gar keine Frage. Wunderschöne, feine, zarte Waldbeerennase. Und der allerletzte im Bunde. Da rieche ich irgendwie fast nur Champignons. Ganz, ganz verrückt. Also ich habe kaum Frucht. Ganz, ganz viel Champignons. Ich finde es super geil, aber wenn du Pilze nicht magst, vergiss es. Okay, das waren jetzt 9 Rotweine im Einstiegsbereich und deshalb hätte ich gesagt, machen wir uns jetzt mal an die Auflösung. Ich bin super, super gespannt. Ich habe wieder bewertet in mein 5-Punkte-System, wie du es vielleicht von Google Maps-Bewertungen kennst, wobei ich die aber eher an so ein klassisches Wein-Rating angepasst habe und ein Wein, der nicht fehlerhaft, aber einfach nicht, echt nicht gut ist, so 3,0 Punkte etwa bekommt und ein fantastisch großartig herausragender, besser geht es nicht, Wein 5,0 Punkte bekommt. Ab 4,0 fangen für mich so ungefähr Weine an, wo ich sage, die sind wirklich geil und da habe ich Bock drauf und die trinke ich wirklich, wirklich richtig gerne. Die meisten klassischen recht günstigen Discounterweine rangieren auf meiner Liste so irgendwo zwischen 3,0 und 3,5. Auf dem allerletzten Platz habe ich Wein Nummer 9, also auch der letzte Wein im Tasting. Ich
habe mir gedacht, es wird wahrscheinlich ein Spätburgunder gewesen sein, der schon ein bisschen Reife hat. Was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass ich da eigentlich hauptsächlich Aromen von ganz viel Champignon hatte. Ein bisschen Kirsche war mit dabei. Und auch beim Trinken hatte ich ganz, ganz viel Champignon, Champignon, Champignon mit ein bisschen Frucht und einem relativ feinen Tannin. Aber also irgendwie, da war nicht viel mehr los außer Pilzen. Deswegen 3,6 auf meiner Skala würde ich nicht unbedingt kaufen. Ich finde es echt ganz cool. Also wenn du auf Pilze stehst, geiler Wein, aber alles in allem war es mir ein bisschen zu wenig. Es war ein bisschen verwirrend, diese Übermacht an Pilzen. Okay, und wir haben einen Spätburgunder 2019, Dürkheimer Spätburgunder von Wegner. Karl Wegner, um genauer zu sein. Und das Weingut kann schon richtig geile Weine. Ich habe nämlich den ihren 2017er Dürkheimer Nonnengarten Spätburgunder gehabt und der war ein absolutes Gedicht. Der hier überzeugt mich jetzt nicht so, lag preislich bei 9 Euro, dafür super fair, aber muss man nicht unbedingt kaufen. Als nächstes mal einen kleinen Sprung von 3,6 auf 3,8. Das ist Wein Nummer 5 für mich gewesen. Hatte für mich sehr schöne Aromen von Leder und Schokolade. Kirsche, Schlehe war auch relativ weich. Aber alles in allem hat er nicht so gut abgeschnitten, weil er mir einfach ein bisschen verschlossen war. Deswegen auf dem vorletzten Platz mit 3,8 Punkten, was wirklich echt ziemlich okay ist, muss ich sagen. Schlossgut Hohenbeilstein, Cuvée Robert Vollmöller. Mit 12,50 Euro der teuerste Wein in unserem Tasting auf dem vorletzten Platz. Autsch. Aber deshalb liebe ich Blind Tasting. Ist ganz ehrlich, bei einem Blind Tasting kannst du nichts verstecken. Es wird einfach das bewertet, was jetzt gerade hier da ist. Vielleicht wird der Wein mit ein bisschen Zeit besser, vielleicht wird er mit Luft besser, was weiß ich, vielleicht ist er in 3 Jahren viel besser. Aber bei so einem Blind Tasting gibt es einfach das Hier und Jetzt und das zählt, fertig. Keine Ausreden, kein Name, kein Ruf, hinter dem man sich verstecken kann, einfach nur das, was im Glas ist. Direkt dahinter habe ich Wein Nummer 4 mit einem minimal besseren Rating von 3,8 plus. Das ist für mich so praktisch, ist besser als 3,8, aber hat nicht ganz für 3,9 gereicht. Und wir haben den Merlot von Estelmann aus der Pfalz. Ist ein super cooles Weingut. Ich bin auf sie aufmerksam geworden wegen ihrem fantastischen Spätburgunder. Deswegen freut es mich auch wirklich, dass der Merlot jetzt hier mit einem Rating von 3,8 plus abschneidet, was jetzt kein überragendes Rating ist. Aber mit 8 Euro ist er hier der günstigste Wein in unserem ganzen Tasting. Und wenn er damit so einen halben Punkt vor dem teuersten Wein im ganzen Tasting landet, das ist schon ganz geil. War für mich relativ starkes Tannin, was aber schon relativ gut eingebunden war. Waren ganz geile Aromen von dunkler Kirsche und Beeren, bisschen Kaffee und Pflaume. Nicht völlig überzeugt hat er für mich aber deshalb, weil er alles in allem recht verschlossen rüberkam. Vielleicht würde auch da ein bisschen Luft und Zeit helfen, aber wir können nur bewerten, was wir jetzt gerade im Glas hatten. Außerdem Jahrgang 2021, wahrscheinlich der schlechteste Jahrgang in den letzten Jahren, um sowas wie ein Merlot in der Pfalz anzubauen. Deswegen bin ich super gespannt, was die im Jahrgang 22 daraus machen. So, jetzt nachfolgend kommt Wein Nummer 3 und Wein Nummer 6 bei einem Gleichstand von 4,0 in meinem Rating. Ich weiß ja, was hier überhaupt auf dem Tisch stand, aber ich hatte keine Ahnung, was in welcher Reihenfolge kommt. Deswegen gehe ich davon aus, dass er hier eine Cuvée aus der Pfalz sein müsste und er hier der reine Merlot aus der Pfalz. Und Volltreffer. Aromen waren für mich hier Preiselbeeren, schöne dunkle Waldbeeren, sehr kräftiges Tannin. Das einzige, was ein bisschen negativ zu Buche geschlagen hat, war, dass das Tannin, fand ich, ein bisschen rau und grob war. Aber im Preisbereich von 9,50 ein ziemlich geiler Wein. Und wenn man gerne schwere Weine mit viel Tannin mag, geiles Ding. So, und Nummer 6. Wow, okay, es ist kein Merlot, sondern es ist tatsächlich die Cuvée von Wegener 2016, der älteste Wein in unserem Tasting. Deswegen wundert es mich umso mehr, dass er mir noch in der Nase so leicht grün daherkam. Aber was willst du machen? Er ist, meine ich, eine Bordeaux-Cuvée aus der Pfalz. Und ich habe auch schon aus der Pfalz von Produzenten wie Knipser zum Beispiel Bordeaux-Cuvées getrunken, die selbst nach 10 Jahren noch dermaßen grün und rau waren, dass ich sie noch längst nicht hätte trinken wollen. 12 Euro übrigens das Ganze und damit natürlich deutlich schlechtere Preisleistung als er hier für gerade mal 9,50. Die Plätze 1 bis 4 sind bei mir jetzt wirklich super nah beieinander mit 4,0 plus, 4,1, 4,1 plus und 4,2. Und damit habe ich auf dem 4. Platz mit einem Rating von 4,0 plus, sehr, sehr schöne Aromen von dunklen Beeren, bisschen Kräuter, Lakritze, Pflaume. Alles in allem einen sehr saftigen Wein mit einem sehr schönen, präsenten Tannin, ein bisschen Schokolade. Ich vermute, dass es ein Württemberger sein müsste. Und es ist ein Württemberger, der Nero von Ellwanger. Wirklich ein geiler Wein für 11 Euro, mein Platz 4. Damit definitiv vor seinem Württemberger Kollegen, der hier mit 12,50 auf dem letzten Platz gelandet ist. Vorletzten, Entschuldigung, aber ist auch nicht viel besser. Und damit komme ich zu meiner Top 3. Ich habe inzwischen echt langsam den Überblick verloren, aber ich bin super gespannt.
Auf der 3 habe ich jetzt dann nämlich Wein Nummer 8. Der war sehr, sehr zart mit Aromen von Waldbeeren, feinen Kräutern, ein bisschen auch von Cola. War insgesamt super stimmig, sehr, sehr schön frisch, war leicht, deutlich präsentes Holzfass. Das Einzige, wo er ein bisschen Abzug bekommen hat, war, dass er relativ kurz im Abgang war. Aber ansonsten super stimmig, fein, leicht, toller Wein. Und es ist aus Rheinhessen der Rolling Hills vom Weingut Gutzler. Weingut Gutzler bin ich ein Riesenfan von ihren Rotweinen. Die machen auch viel Riesling. Der holt mich nicht ganz so ab, aber rotweinmäßig bin ich ein Riesenfan von Weingut Gutzler. Deswegen freue ich mich riesig, dass er jetzt auch gerade ein Blind Tasting überzeugen kann, weil das tatsächlich der einzige Wein ist, den ich bisher schon in meinem Shop habe. Bei allen anderen bin ich am Überlegen gewesen. Den hier habe ich seit einem Jahr etwa in meinem Shop. Die machen auch einen fantastischen Spätburgunder. Erche ist der absolute Einstiegsrotwein von Gutzler und auch der zweitbilligste Wein in diesem ganzen Tasting hier mit gerade mal 8,50 Euro auf dem dritten Platz. Hammer. Absolut begeistert. Jahrgang übrigens 2018. Verlinke ich dir gerne auch hier drunten, weil wie gesagt, das ist der einzige, den ich bisher überhaupt in meinem Shop habe. Freut mich riesig, dass er so gut abgeschnitten hat. Geiler Wein. Auf Platz 2 jetzt mit einer wirklich minimal besseren Bewertung von 4,1 plus habe ich Wein Nummer 7. Hat für mich wundervolle Aromen von roten Früchten gehabt, aber auch richtig schön fleischig. Ganz, ganz leicht animalisch, schön Kakao. Und dann beim Trinken hat er noch viel mehr überzeugt. Wundervolle Aromen von reifen Beeren, Schwarzkirsche, Holzfass und eine schöne Länge. Und es ist... Oh wow! Der Merlot Tradition Jahrgang 2020 vom Weingut Nett. Ein Weingut, von dem ich persönlich vor diesem Tasting auf der Probe noch nie zuvor gehört habe. Er war aber einer der Weine dort vor Ort. Hat mir dort auch gut gefallen, aber nicht ganz so gut wie jetzt heute hier in diesem Blind Tasting. Und mit einem Preis von 9,50 Euro sogar unter 10 Euro zu haben. Hammer. Das heißt dann aber, dass unser Gewinner Wein Nummer 2 ist und das müsste dann tatsächlich... Yes! Das müsste dann genau der erwähnte Estelmann sein, weswegen ich überhaupt auf dieses Weingut Estelmann aufmerksam geworden bin. Mit einem Rating von 4,2 und einem Preis von gerade mal 9 Euro. Nur zwei Weine heute im Tasting waren günstiger als Erche und er räumt mit 9 Euro den ersten Platz bei diesem Tasting ab. Hammer! Ich brauchte in meinem Shop. Bombastisch. Ich bin hin und weg. Hammer. Also warum hat er mich so überzeugt? Vor allem in der Nase ein unfassbar betörendes Aromenprofil. Rote Beeren, bisschen Fleisch, bisschen Steak, Süßkirsche, Kakao und dann einfach super saftige Frucht, kräftiges Tannin, feine Kirsche, richtig schöner Kakao und super langer Abgang. Das waren also meine Top-Rotweine im Einstiegsbereich zwischen 8 Euro und 12,50 Euro. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht, aber mich würde auch brennend interessieren, was ist deine Erfahrung mit Rotweinen in diesem Preisbereich von 8 bis 12, 13 Euro von mir aus? Was hast du da schon getrunken, was wirklich fantastisch ist und wo du sagst, hey, das ist Bombe, das sollte ich auch probieren und das sollte ich vielleicht sogar in meinen Shop reinnehmen? Erzähl es mir bitte unbedingt in den Kommentaren, würde mich riesig interessieren. Danke, dass du dabei warst. Schau gerne in meinem Shop vorbei, den verlinke ich dir hier unten. Unterstütze mich damit, würde mich sehr freuen. Da sind nur Weine drin, die ich persönlich als Junior Sommelier ausgesucht habe und von denen ich überzeugt bin, dass sie fantastische Preis-Leistung liefern. Und ansonsten schau gerne auch auf Instagram oder auf meinem TikTok-Kanal vorbei und folg mir, damit du nichts verpasst, was sonst in meinem Leben so abgeht. Wir sehen uns, wenn du den Abo-Knopf drückst und die Glocke anmachst, damit du nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.